Heute werfen wir einen Blick auf zwei so hybride Multitools im günstigen Bau. Und wenn ihr interessiert, was die Teile können, ja, dann würde ich sagen, bleibt dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Ross vom Survival Show Problemskunst. Yeah, schön, dass du dabei bist. Ich mag heute zwei so günstige Messer-Zangen-Hybrid-Multitools vorstellen. Und bevor ich jetzt eingehe auf diese Teile hier, etwas Grundsätzliches. Weil ich immer wieder die Frage kriege, Reini, du mit deinen Multitools, du gehst mir schon am Wecker. Tut mir leid, ich stehe auf die Teile, weil ich Zangen einfach voll genial finde. Weißt du, es geht jetzt nicht um die zwei hier konkret. Meine und wahrscheinlich auch deine Finger sind starke Werkzeuge, sie sind feine Werkzeuge, aber es gibt doch gewisse physiologische Grenzen. Mir fällt das auf, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht kannst du wirklich voll zusammenzwicken und alles voll. Aber wenn man die nicht brauchen würde, wenn die klumpert wären, wenn das einfach nur eine Erfindung der Industrie wäre, um Geld zu verdienen, dann würde es keine geben. Zumindest echt jetzt ernsthaft. Ja, also Zangen sind einfach super. Jetzt kann man darüber streiten, ob man im täglichen Leben eine Zange braucht oder nicht. Da kann man aber auch darüber streiten, braucht man ein Messer? Ich meine, für was brauche ich ein Messer in der Stadt mit? Für was brauche ich das? Ich meine, ernsthaft. Und so geht das auch mit Zangen, weil ich immer wieder kriege, das machen Angeber und das braucht keiner und echte Handwerker. Ich bin kein Handwerker und ich gehe auch davon aus, dass die meisten, die Multitools tragen, auch keine Handwerker sind, sondern das sind Leute, ich kenne zum Beispiel Polizisten, ja, keine Handwerker. Und warum haben die meistens Multitools mit? Weil wenn er nämlich mit einer Zange irgendwas greifen muss, dann spielt die Hand nicht mit. Und dann zu sagen, na warte mal, ich rufe die Handwerker an, die richtige Zangen haben, ist vielleicht zu spät. Das ist Punkt A und Punkt B. Ich kann dir ganz viele Situationen nennen, wo ich diese Zangen brauche, auch im Wald und ganz besonders im Wald. Um Knoten aufzumachen, die sich festgezurrt haben, wenn man die Plane aufhängen und der Wind reinfährt, wenn ich aus dem Lagerfeuer einen Topf raus oder ein Heferl rausgeben mag oder etwas reingefallen ist, das ist super. Oder zum Reparieren der Stiefel haben wir auch schon alles gehabt. Also Zangen, ich mag die ganz einfach. Und wenn du sie nicht leiden kannst, dann ist das auch okay. Aber jetzt geht's um die hier. So, das wollte ich auch einfach einmal erklären, wie ich das sehe. Schreib mir vielleicht einen Kommentar, ob du Zangen leibend findest. Genau. Das von Miltec und das von Direkt China Import sozusagen. Die Teile sind halt sehr günstig. Ich gebe dir unten den Link. Ja, ich gebe dir unten den Link zu diesen kleinen Teilen hier. Und fangen wir mal mit dem von Gearbest an. Das hat hier einen Schnappbau, dann geht das auf und dann hat man die Zange zur Verfügung. Ja? Und im Endeffekt, was soll ich dazu sagen? Ja, also wenn du wirklich eine Zange brauchst, nämlich wirklich brauchst, dann würde ich mal irgendwas anderes checken. Also es ist okay, aber da gibt es Besseres und dazu komme ich dann auch noch. Was ich ganz nett finde, ist das Messer. Das ist ein Handöffner. Das ist wirklich scharf. Ja, wirklich sehr, sehr scharf. Hat kein Spiel. Der Linerlock rastet auch meistens gut ein. Also das ist okay. Und da hinten ist noch so ein Schraubenzieher-Set und so. Ja, Zeug. Ja, passt gut. Gut. Was mir nicht taugt an dem Teil, ist dieser Mechanismus. Also ich zumindest, aber vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich brauche zumindest kein Einhandöffnen-Mechanismus für die Zange. Also ich habe meistens die Zeit, zumindest bei dem, was ich tue, ja, dass ich das mit beiden Händen aufmache. Vielleicht gibt es Situationen, wo man das unbedingt braucht, wenn man gerade irgendwo hängt und dann das rauszieht, oh yeah, und raufkraft kann, damit man irgendwas macht, damit man nicht sterben muss, das mag schon sein. Aber ich glaube, dass es nicht nötig ist und ich vertraue diesem Mechanismus hier auf Dauer, ehrlich gesagt, nicht. Ja? Ich vertraue diesem Mechanismus, ehrlich gesagt, auf Dauer nicht. Mir ist das irgendwie unheimlich. Gut, das ist zu dem. Dann hier dieses von Miltec, so nennen es die zumindest, das Bundeswehr-Multitool. Ob die Bundeswehr das wirklich im Einsatz hat, ich habe keine Ahnung. Oder ob das ein Nachbau ist, ich weiß es nicht. Vielleicht schreibst du mal einen Kommentar. Ich war ja nie bei der Bundeswehr, als Österreicher hat man da gewisse Vorteile. Bei uns heißt das Bundesheer. Dann eine Säge da mit dem Teil da drauf. Und manche Leute sind ja ganz heiß auf diese Teile. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehen kann, aber gut, soll so sein.
Das Messer, zwei Handöffner, sehr solide, auch gut scharf eigentlich, muss ich sagen, überrascht. Bei der Zange geht man etwas am Wecker, und zwar, du musst extrem zusammendrücken, ja, sie geht dann nämlich von allein wieder auf, ja, sie macht das von allein. Und damit ich in diesen Zustand des Haltens komme, da brauche ich jetzt extrem viel Kraft, ich tue da jetzt nichts fest, nur damit ich auf die Position komme, muss ich zusammendrücken, wie verrückt. Das ist einfach Käse, Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dir jetzt zwei Produkte vorgestellt. Die Preise sind ja eh sehr günstig, gebe da unten den Link dazu. Aber ich muss etwas Grundsätzliches dazu sagen. Wenn du auch so wie ich auf Zangen stehst und der Meinung bist, dass so etwas dazugehört, dann spar ein bisschen und kauf dir nicht die Günstigteile, sondern geh hin und besorg dir was anderes, was höherwertigeres. Muss ich ganz einfach einmal so sagen, ich muss das einfach so festhalten. Auch wenn es günstig ist, jetzt kannst du sagen, Reini, du bist so gemein, du hast ja so viel Geld, weil du kaufst dir andauernd neue Ausrüstung. Erstens, ich mache das beruflich, da ist das auch was anderes. Aber es gab auch Zeiten, wo ich mir nicht die ganze Ausrüstung habe kaufen können, die ich mir vorgestellt habe, ja, bevor ich das hier so in der Art und Weise, so auf professionell unter Anführungszeichen, also beruflich, sagen wir so, gemacht habe. Und da musste ich den Euro auch 18 Mal umdrehen. Und da war die Sache auch nicht einfach irgendwas so einfach zu kaufen. Und trotz alledem habe ich da eines gelernt, wer günstig kauft oder billig kauft, kauft teuer oder doppelt oder dreifach. Und daher mache ich zum Beispiel bei meinen Produktvideos ja auch immer wieder Klumperteile, die ich vorstelle. Ja? Aus dem Grund, weil ich dich warnen will, weil ich das auch kenne, weil die Versuchung oft groß ist zu sagen, weißt du, das Ding kostet, weiß ich nicht, 9 Euro oder was auch immer. Ja? Und der Leatherman, der kostet 50 Euro. Da kann ich mal 5 von denen kaufen oder etwas anderes dazu. Aber du wirst dann wahrscheinlich, außer es gibt natürlich auch günstig und gut, das gibt es auch, habe ich auch eine Serie dazu, das ist ja was anderes. Aber du wirst dann einfach nicht die Freude damit haben. Und daher empfehle ich immer, außer es ist halt zufälligerweise was Günstiges, das ist und trotzdem gut, das gibt es ja, aber trotzdem Finger weg von Klumpert. Weil du hast dann 10 Euro am Schädel gehabt, die du vielleicht auch zusammensparen hast müssen, die auch nicht so einfach, die du auch für was anderes hättest verwenden können. Wenn du aber wartest eine Zeit lang, auch wenn das schwer ist, Impulskontrolle, ja, ich weiß sie, dann hast du trotz alledem mehr davon. Das weiß ich auch aus Erfahrung und das wollte ich teilen und ich habe jetzt mal wieder mal ein Beispiel an diesen zwei Dingen hier gemacht, die für mich irgendwie, naja, ja eh sind. Das war's. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten. Erstens nämlich, Multitools, hast du auch so einen Vogel? Bist du auch der Meinung? Oder bist du so ein Vogel? Nein, das war jetzt gemein, nein. Bist du auch jemand, der sagt, nein, Multitools, das haben nur Trotteln und Idioten und solche, möchte gern Survival-Leute wieder rein? Dann schreib mir das auch, das ist total okay. Das ist total in Ordnung. Ich finde so Diskussionen ganz, ganz nett. Ich mag dich bitten, wofür du Multitools einsetzt und ob du günstige einsetzt und ob du mit denen zufrieden bist und welche Art das ist und erzähl ganz einfach was. Das wäre ganz cool, mag ich dir mal einen Kommentar bitten. Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen, Daumen nach oben oder unten. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Reini Rossmann. Bis bald, ciao.